Hallo, mein Name ist Friedrich Meyer und ich leite den Außenbezirk Bernburg des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Magdeburg. Was Sie hier im Hintergrund beobachten können, sind vorbereitende Maßnahmen für den Ersatzneubau der Schleusenbrücke Bernburg. Wir stabilisieren die Uferwände, damit die Brücke auch sicher gegründet werden kann. Dafür wurde der Vorhafen trockengelegt und zwar zum ersten Mal seit 1938. Das heißt, uns bietet sich heute ein einzigartiger Blick auf die Sohle des unteren Vorhafens. Das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Wie groß ist überhaupt der Unterschied zwischen links und rechts? Ja, also wir stehen auf dem Damm, der die Saale vom unteren Vorhafen trennt. Das ist ein geschütteter Damm aus Wasserbaustein, der eine äußere Abdichtung aus Bentonitmatten und Plane sozusagen hat. Und die Wasserspiegeldifferenz zwischen der Saale und dem jetzt trockengelegten Vorhafen beträgt ca. 3,50 Meter, je nachdem welchen Wasserstand wir denn im Unterwasser haben. Wir müssen ja den Vorhafen trocken legen und da braucht man ja auch irgendwo eine Stützkonstruktion, auf der man diese Abdichtung aufbringen kann. Das kann durch Big Bags erfolgen, das kann durch so einen geschütteten Damm erfolgen. Hauptsache man hat eine stabile Konstruktion, auf der dann die Dichtung aufliegen kann. Warum musste man denn überhaupt den unteren Vorhafen trocken legen? Während der letzten Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass auf der rechten Schwergewichtsmauer oder unter der rechten Schwergewichtsmauer Auskolkungen entstanden sind. Das haben unsere Taucher festgestellt. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, als Taucher hat man es gar nicht so einfach unter Wasser. Man sieht nicht alles vollkommen und man ertastet sich das eher. Und so wurde ganz grob das Schadensausmaß festgestellt. Das heißt, die rechte Schwergewichtswand ist schon ja, leicht vorgeschädigt. Durch den Ersatzneubau der Schleusenbrücke, jetzt quer über diese Mauer, werden neue Lasten eingeleitet und um die Mauer zu stabilisieren und die Standsicherheit gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Kolke zu verfüllen. Da das Ganze im nassen Zustand relativ kompliziert ist und auch nicht so gut zu überwachen ist, haben wir uns dazu entschlossen, den Vorhafen trocken zu legen, um die Schäden vorab im Trockenen auch gut begutachten zu können, bewerten zu können und dann entsprechend die Instandsetzung auch ja, beobachten. Da sind wir. Wir befinden uns auf der Sohle des unteren Vorhafens der Schleuse Bernburg und wie Sie ungefähr an der grünen Linie sehen können, dort steht das Wasser normalerweise, also ca. 3,5 Meter über uns. Was genau ist denn hier das Problem? Warum finden hier so eine umfangreichen Baumaßnahmen statt? Also wie Sie unter mir erkennen können, stehen wir hier auf Fels, die oberste Schicht aus Sandstein. Der Fels darunter ist beschichtet mit einzelnen Tonschichten.
durch den enormen Wasserdruck, der beim Senken der Schleusenkammer entsteht, reibt das ganze Geschiebe unten auf dem Boden und schnörkelt sozusagen langsam die Felsschichten ab. Wenn dann eine Schicht Tonstein zutage kommt, weicht diese auf und das wird unterspült. Das sieht man ganz gut hier unter der Schwergewichtswand, wie sich das teilweise dort ausgefolgt hat. Also diese Uferwände hier sind als Schwergewichtswand hergestellt. Das heißt, das ist eine sehr, sehr massive Wand. Die ist unten ca. 6 Meter breit und hält sozusagen durch ihr Eigengewicht und ihre große Auflagefläche. Was wir hier sehen, ist die Schicht Tonstein. Eigentlich ganz fest, aber in Berührung mit Wasser quillt sie auf und wird marode. Die oberste Schicht ist hart, deswegen hält die Sohle auch so lange, aber sobald die untere, dann weichere Schicht zutage kommt, entsteht eine Erosion und diese Platte wird dann langsam unterspült. Also diese ganzen Auskolkungen, die werden wir jetzt verfüllen. Wie man hier an der Seite schon sieht, wurde hier eine Rinne gefräst. Hier wird eine Schalung hergestellt und dann lassen wir den Beton in die Auskolkung reinfließen. Da wir ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, hier einen hohen Strömungsdruck von dem Wasser beim Schleusen haben, ist es erforderlich, diese mit Beton vergossenen Bereiche auch noch zu sichern. Und diese Sicherung machen wir mit diesen Pfählen. Das sind sozusagen Anker, mit denen wir die Betonplomben und auch einzelne Felsplatten sichern, damit die nicht abheben. Die einzelnen Anker werden jeweils 3 Meter tief in den Untergrund gebohrt und wir rechnen ca. mit 50 Ankern, die wir hier einbringen werden. Und auf dieser kleinen Fläche wurde ca. eine Tonne Fisch abgefischt. Also den ganzen Absenkvorgang des Wassers hat ein Fischer begleitet, der kontinuierlich die Fische, die hier drin waren, abgesammelt hat, abgelesen hat und dann ins Ober- oder Unterwasser reingesetzt hat, damit die dort natürlich weiterleben können. Außerdem war eine Biologin vor Ort, die auch diesen Vorgang begleitet hat, um auch zu beobachten und festzustellen, dass hier keine geschützten Arten vorhanden sind und nichts sozusagen biologisch gefährdet wird. Wie groß sind denn die größten Ausspülungen und Absätze überhaupt? In der Breite der Ausspülungen waren es bis zu 1,5 Meter. Die Felsplatten, die schon hohl waren, haben wir abgeschnitten im überstehenden Bereich. Da sieht man hier gut die Schnittkante, das wurde mit Hochdruckwasserstrahl abgeschnitten, damit diese Hohlstellen weg sind und der Bereich auch ordentlich verfüllt werden kann. So, das was man hier sieht, die Unterspülung der Schleusenstützwand, wie hat man dann damals die Schleuse gebaut? Also der Fels ragt ja eigentlich noch höher sozusagen, als wir jetzt mit der Schleuse stehen. Das heißt, der Fels wurde abgebrochen und die Schleusenwände wurden direkt auf diesen Fels aufbetoniert. Wo soll die Brücke hinkommen? Hier sieht man ja so verschiedene Markierungen. Haben die damit was zu tun? Nein, die Markierungen hier dienen der Kennzeichnung, in welchen Bereichen verfüllt wird und wo die Anker hergestellt werden sollen. Die neue Schleusenbrücke wird ca. 12 Meter versetzt zur alten Schleusenbrücke hergestellt. Mhm. Und in dem Bereich entstehen sozusagen auch neue Lasten auf die Wand. Wir sehen hier das Bohrgerät zum Einbringen der Pfähle. Schon installiert jetzt hier ist der nächste Pfahl. Unten sieht man die Bohrkrone, die sich langsam in den Untergrund reinfräst und dort nachher sozusagen verloren ist und mit einbetoniert wird. Also die Pfähle, wenn die gebohrt sind, werden die mit einer Zementsuspension mit dem Untergrund verbunden. Und wenn alle Pfähle hergestellt sind, dann werden die Kolke verfüllt mit Zement. Der verbindet sich dann natürlich auch mit den Pfählen und dadurch entsteht dann ja eine feste Konstruktion. Genau, also man sieht hier vorne ein größeres Loch, einen größeren Bereich, der verfüllt wird und vor allem die Mulde, die sich über die gesamte Breite des Vorhafens erstreckt, wird natürlich auch verfüllt. Die bleibt also im Untergrund drin. Die Bohrkrone reibt sich sozusagen in den Fels rein bis nach unten. Dadurch entsteht sozusagen Bohrgut, was dann mit Hochdruck, mit Luftdruck an die Oberfläche befördert wird, sodass es weitergeht und nachher ein Loch entsteht. Ja, von hier aus sehen Sie jetzt die Schleuse aus einem Blickwinkel, wie zuvor eigentlich letztmalig beim Neubau der Schleuse vor über 80 Jahren. Was Sie im Hintergrund sehen, ist einmal der Revisionsverschluss aus unseren Dammbalken, der jetzt das Wasser, was in der Schleusenkammer sich befindet,
abhält. Ein bisschen darüber sehen wir das angehobene Schleusentor. Das verläuft in einer Nische, dass es gehalten ist und das ist an Gegengewichten befestigt. Das heißt, die Gegengewichte haben in etwa das Gewicht wie auch das Schleusentor. Und wir brauchen nur eine geringe Kraft durch einen Motor, um das Tor bzw. die Gegengewichte zu bewegen. Wir sind jetzt hier direkt sozusagen unterm Schleusentor. Was sieht man denn hier genau und wie funktioniert der Aufbau? Warum ist hier nochmal so ein Balken in der Mitte? Wir befinden uns hier am Unterhaupt der Schleuse, was quasi massiv hergestellt ist. Hier ist der Bereich, wo das Tor hoch und runter fährt. Das ist in der Senke drin und hier der Bereich, den wir hier sehen, das ist eine sogenannte Trossenfanggrube, die verhindert, dass sich sogenannte Schiffstrossen, also Seile, in den Bereich hineinziehen, wo das Tor hoch und runter fährt. Das würde dazu führen, dass das Tor nicht glatt auf der Sohle auffliegt und immer weiter Wasser aus der Schleusenkammer herausspült. Was hat man denn hier so gefunden? Naja, Handys, Gullideckel, ganz, ganz viele Steine, sonstige Metallgegenstände, also alles. Und bei der letzten Trockenlegung haben wir eine Sparkassenkarte gefunden. Die haben wir natürlich vernichtet, damit da kein Unfug getrieben wird. Ja. Die Bauphase ist ja jetzt in einer relativ intensiven Phase. Was wird hier jetzt noch geschehen? Was werden hier für Arbeiten stattfinden? Und was wird das voraussichtlich kosten? Und wie lange ist bis jetzt geplant? Also die Maßnahme zum Verfüllen der Kolke im unteren Vorhafen wird durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg geplant sozusagen und durchs Neubauamt Magdeburg ausgeführt. Geplant haben wir mit ca. 300.000 Euro. Da der Umfang der Maßnahmen jetzt natürlich doch nochmal ein bisschen größer ist als das, was wir eigentlich vermutet hatten, wird sich natürlich auch eine Kostensteigerung ergeben. Das können wir aber noch nicht sagen, wie hoch das nachher wird. Wir planen, alle Maßnahmen bis zum 22. Januar abzuschließen. Das heißt, dass bis dahin die Plomben gesetzt sind, alles rückverankert ist, dass die Revisionsverschlüsse der Schleuse zurückgebaut sind und natürlich dann der Damm auch vollständig zurückgebaut ist. Wir werden, nachdem der Damm zurückgebaut ist, den Vorhafen nochmal intensiv bepeilen, um auch sicherzustellen, dass sich keine Baureste oder sonstige Hindernisse mehr in der Wasserstraße befinden, damit wir auch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten können. Ab dem 22. Januar sollte die Schifffahrt wieder möglich sein. Hier im Hintergrund sieht man, wie der Verbau für die neue Baugrube hergestellt wird. Wir sehen ein Spezialgerät, mit dem eine Trägerbohlwand hergestellt wird. Das heißt, der Boden wird vorgebohrt, dort werden große Stahlträger reingerammt und zwischen die Stahlträger werden Holzbohlen gelegt, die sozusagen den Boden außenseitig schützen und verhindern, dass die Straße absackt bzw. dass das Haus der Stadtwerke geschädigt wird. Hinter mir wird parallel zur Bestandsbrücke die neue Schleusenbrücke entstehen in einer Länge von ca. 27,50 Meter und in einer Breite von 7,50 Meter.